Ich mag das Setup. Shish, was geht? Heute gibt es ein neues Video und ja, ich habe hier noch ein bisschen abgegradet. So, und da seht ihr ein paar neue Lichter. Ich habe nochmal 100 Euro tatsächlich in Lampen investiert. Also einmal haben wir hier eins, das ist hier tatsächlich. Und das andere haben wir direkt hinter mir. Das ist jetzt, ja, ich drehe, das seht ihr da. Hier ist das andere, so, da. Mann, ist das schwierig. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Also letztes Video ging echt ab mit Kane für diesen Channel. Also ja, Stand jetzt, wo ich hier aufnehme, 7.500 Aufrufe. Richtig nice. Vielen Dank für den Gameplay-Channel zum Ende von FIFA 20. Reißt ihr auf jeden Fall gut ab. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, was machen wir heute? Was machen wir heute? Wir haben heute folgenden Spieler, den wir uns holen. Da haben wir ihn. Es ist Timo Werner. Der ist ja jetzt zu Chelsea gewechselt. Und ja, ich habe auch schon in der Vergangenheit ein Video mit ihm aufgenommen, da hat er mir Van Dijk gezogen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das ist auf meinem anderen Kanal, auf Shish Team. Timo Werner zu Chelsea, was eine kranke Karte, ey. Was eine komplett kranke Karte schenkt uns die EA da jetzt zum Ende. Die holen wir uns auf jeden Fall, das ist natürlich absolut keine Frage und dafür steigen wir jetzt rein. Auf geht's, puh, zack. So, da sind wir. Und da sehen wir es. Was müssen wir dafür machen? Die üblichen Bedingungen, also das Schwierigste ist bei 5 separaten Rivals-Siegen ein Tor per angeschnittenem Schuss mit Premier League-Stürmern machen. Aber wir haben ja jetzt Harry Kane letztes Mal erspielt. Das bedeutet, den können wir jetzt testen. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. So, dann haben wir deutsche Torjäger erzielen in Rivals 10 Tore mit deutschen Stürmern. Das sollte klappen. Dann haben wir hier Passspiel. Gut, das ist so eine Aufgabe, die macht man eh irgendwie automatisch. Und genauso das hier. Triff in 3 Partien mit Tempo 90 Spielern. Ja, das ist easy. Also die Challenges sind diese beiden hier. Und dafür habe ich mir teamtechnisch auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe es noch nicht finalisiert, aber die Idee ist auf jeden Fall erstmal dieses Team zu nehmen. Dann haben wir hier, habe ich hier Gnabry reingepackt, weil er als RF, wenn man den auf RF umformt, ist er Stürmer, beziehungsweise er ist RF, aber ja, Sané ist LM normalerweise, wenn man auf LF umgeformt, auf linker Flügel und dadurch ist er Stürmer. So habe ich das überlegt. Wir stellen das Ganze um hier auf eine 4-5-1, so rum. So, und dann habe ich mir das so gedacht, dass wir Aguero in den Sturm stellen. So, Jimenez kommt natürlich raus, dafür kommt Harry Kane rein. So, das ist erstmal so die Grundformation. Natürlich muss hier Fuchs auch noch raus, weil der macht relativ wenig Sinn. Und da habe ich mir, ja, Davies gekauft, Alphonse Davies. Extra für dieses Video, weil ich mir dachte, das passt eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das aufgeht. Ich habe es noch nicht wirklich final gecheckt, aber ja, chemietechnisch sieht das Ganze doch ganz gut aus. Also natürlich Gnabry, den kriege ich nicht auf Chemie, das war mir klar. Aber alles andere sieht sehr gut aus. Harry Kane müssen wir natürlich noch umformen auf Mittelstürmer, damit wir das schaffen. Und dann brauchen wir, glaube ich, einen deutschen Trainer mit Premier League. Wird wahrscheinlich Sinn machen. So, Harry Kane haben wir erstmal hier auf Mittelstürmer umgeformt. Und ja, das sieht doch sehr gut aus. Dann haben wir nämlich hier mit Gnabry und Sané zwei Spieler, mit denen wir treffen können. Zwei Deutsche. Dann haben wir hier mit Aguero und Kane zwei Stürmer aus der Premier League, mit denen wir treffen können. Das bedeutet, wir sind da von vornherein gut aufgestellt. Und das Team ist auch echt mega stark, wie ich finde. Ja, also Gnabry, wie gesagt, den werden wir nicht auf Fullcam bekommen. Den müssen wir auf RF lassen, können wir nicht umformen auf RM, weil er ansonsten nicht mehr die Bedingungen erfüllt. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht ein deutscher Trainer reicht, ne? Ein deutscher Premier League Trainer. Und dann nehmen wir den guten Farc. Zack, und da sehen wir es jetzt chemietechnisch. Ja, alles auf Maximum, was so geht. Wie gesagt, abgesehen von Gnabry. Ich finde das Team mega stark. Ingame-technisch spielen wir nach wie vor, wie die letzten Male auch, mit der 4-4-2. Da komme ich irgendwie am besten mit klar, gefühlt auf jeden Fall. Im Sturm spielen logischerweise Harry Kane und Aguero. Und dann haben wir über die Außen, ja, über die Außen Sané und Gnabry. Ja, also hier keine Überraschung. Davies spielt natürlich auf links. So, Taktiken machen wir komplett ausgeglichen. Und damit bestreiten wir das Ganze und schauen wir, wie weit wir kommen. Vorher machen wir jetzt aber noch die Rivals Rewards auf, weil wir ansonsten gar nicht da durchkommen. Was gibt's denn hier überhaupt? Also zwei seltene Spielerpacks. Okay, das ist das Übliche also. Gut. Ja, komm, machen wir mal Tradable. Dann haben wir nur eins von jedem, dann geht das hier ein bisschen schneller. Also, ein seltenes Spielerpack und ein seltenes Elektrum-Spieler-Set. Wir fangen an mit dem seltenen Spielerpack. Zack, haben wir was drin. Ja, könnte. Ja, nee, okay. Ja, Milinkovic-Savic. So, und dann noch das seltene Elektrum-Spieler-Set. Haben wir hier mehr Glück drin.
Nope. Lama Fertoli. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, was wäre jetzt, wenn wir das krass ziehen würden? Wäre das geil? Also so zum Ende von FIFA 20. Ich habe eh alle Spieler, die ich brauche, irgendwie in meinem Verein. Ja, keine Ahnung. Wir gehen rein in Division Rivals und schauen mal, wie unser Team performt und wie viele Spiele wir brauchen. Letztes Mal waren es 12. Ich bin mal gespannt, wie viele es diese sind. Auf geht's in die erste Partie. Und das ist unser erster Gegner. Ich glaube, der macht auch die Challenge. Aber was ein Team, ey. Was ein Team. Alter Vater. Boah, und der macht den einfach direkt rein. Pogba, ey. Und, ah. Gibt's nicht. Ja, macht er gut. Habe ich nicht gut verteidigt, aber macht er auch gut. Ah, ja gut. Ich glaube, das Spiel schenken wir uns. Ja, hier zu kämpfen. Lieber ins nächste Spiel gehen, voll konzentriert. Erstes Spiel, müssen wir erstmal reinkommen. Und der nächste Gegner, Jesper FC. Auch ein sehr stabiles Team. Ja, auf geht's. Und Kane an die Latte, schade. Und jetzt aber Kane. Nein! Oh, Junge, ich brauch doch den angeschnittenen Schuss. Und der haut den daneben mit links. Jetzt aber Aguero. Ey, das gibt's nicht. Ey, wirklich nicht. Ey, wofür gibt's denn Elfmeter jetzt? Oh Mann, ey. Guter Ball auf Aguero. Und Aguero, yes, da ist der angeschnittene Schuss mit Engländer oder mit Premier League Spieler. Jetzt müssen wir noch gewinnen. Und Aguero, sehr gut. Da ist die Führung. Jetzt müssen eigentlich die beiden Deutschen hier in den Sturm stellen. Warum kippt mein Spieler einfach um? Und Sané, yes. Da ist der Stürmer mit einem Deutschen, der erste. Und Gnabry mit dem nächsten Treffer für einen Deutschen. Für einen Deutschen. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, nächster Gegner. Hat ein bisschen Probleme beim Laden der Karten, aber das sieht auch nicht schlecht aus. Da haben wir Lukas, da haben wir Ribéry. Ja, starkes Team. Und nein, ey, Kane ist so schlecht, Mann. Ey, Kane, was? Ey, das ist Wahnsinn, Mann. Oh, Kane, schieß doch, Mann! Boah, wie lange der braucht, um sich zu drehen. Ey, der ist wirklich schlecht. Ohne Witz. Und auf der anderen Seite geht auf einmal alles rein. Boah, neuer Tag und wir haben hier wieder was am Studio gemacht. Also ihr seht hier eine neue Pflanze und hier seht ihr auch eine. Da, ich weiß nicht, die sind ein bisschen dunkel. Also da muss ich mir noch was überlegen. Aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal hier die neue Edition zum Studio. Timo Werner, wie sieht's da aus? Da sind wir jetzt hier 1 von 3, 1 von 2, gut, bei denen egal. Und dann aber 2 von 10 und 1 von 5. Da müssen wir jetzt ein bisschen ran, da müssen wir jetzt ein bisschen aufholen und ich würde sagen, wir gehen ins nächste Spiel, in die nächste Partie. Let's go. So, mein nächster Gegner. Ja, mit einem normalen Mbappé, interessant. Ey, das ist nicht dein Ernst, Kane, Alter. Was? Oh mein Gott. So, jetzt aber. Oh, Mensch, Kane.
und geht in sowas rein. Stark gespielt. Gnabry, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und boom, nächstes Tor von Gnabry. Und zack, sehr gut, Gnabry mit dem nächsten Treffer. Oh, nächster Gegner, ja, Maradona da am Start. Interessant. Hä? Wie geht das? Wie geht das? Jo, leider kein Tor mit einem angeschleppten Schuss. Ey, wie hart kann man sich zweimal durchschlagen bei Toren? Dreimal durchgelackt, Alter. Dreimal. Tor mit einem Bundesligaspieler immerhin, also mit einem Deutschen. So, aktueller Zwischenstand. 2 haben wir abgeschlossen und hier, ja, 6 von 10. Da sind wir ganz gut vorangekommen. Hier hakt es noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier eben die Packs ab und dann machen wir weiter. So, das Goldpack ist schon mal nix. Und das 2-Spieler-Set sieht auch nicht viel besser aus. Alles klar. Ja, vernünftiges Team da mit Messi. Interessant. Ribéry und Dembélé und Stoichkov. Ja, nicht schlecht. Schöner Ball und ja, direkter angeschnittener Schuss mit einem Premier League-Stürmer. Stark. Ah, schade. Schade, dass das jetzt Harry Kane ist. Und Gnabry, sehr gut. Da ist der Treffer mit einem Deutschen. Und Sané. Ah, gibt's nicht. Sehr guter Ball und Gnabry, nächster Treffer. Perfekt. So, und das war mal ein sehr gutes Spiel. Das ist der Rage Quit. So, Zwischenstand aktuell 8 von 10 und 3 von 5. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Pack auf. So zwischendrin. Wir haben noch ein paar in den Shops. Oder in den Shops. Wir haben Packs in dem Shop so rum. Machen wir ein seltenes Spielerpack auf. 50k Set. Zum Abschluss nochmal hier von FIFA. Haben wir da was? Leuchtet das? Sieht nicht so gut aus. Oh Mann. Vielleicht haben wir ja an einem seltenen Elektrum-Spieler-Pack mehr Set, mehr Glück. Wieder nicht. So, dann machen wir ein letztes, ein 100k-Set. Auf geht's. Vielleicht leuchtet es jetzt ja mal. Das sieht schon mal zumindest dahingehend gut aus. Da haben wir auch einen Walkout. Und, das Kehler Navas. Die Goldkarte von Kehler Navas, okay. Ja. Gar nicht so übel. 85er, 85er und 84er. Und 2 83er. Das ist ein sehr gutes Pack. Nächster Gegner mit De Bruyne, mit Henri, mit Ribéry. Neymar am Start. Starkes Team. Ah, schade, dass nicht Aguero direkt war. Ah, es war richtig schlecht gemacht von mir. Boah, ich wusste genau, dass er das macht, ne? Ich weiß nicht, warum ich das nicht verteidigt habe. Und Kane, Mann! Aguero. Ach komm, ey. So,
Immerhin das Tor mit dem Deutschen nochmal hier. Ja, und mit diesen Treffern von Gnabry haben wir hier auch das abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 2 Siege. Also wir kommen hier doch voran. Ich glaube auch schneller als beim letzten Mal. Aber immerhin 2 Siege, das ist nicht so wenig in Liga 1. Wir geben unser Bestes. Komm, auf geht's. Weiter geht's. Okay. Ja, gutes Team. Ah, das macht er gut. Sehr gut. Nein! Das gibt's nicht, Mann! Ey, ja, Griffo. So, jetzt ab. Oh, nein! Shit. Lächerlich. Oh Mann. Na, gibt den Elfmeter. Dann versuchen wir mit Aguero einen Winkel zu machen. Gucken, ob es klappt. Yes. Und angeschnitten war er theoretisch, aber ich weiß nicht, ob das zählt beim Elfer. Ey, was ist das, Mann? Warum geht er denn nicht ran? Ha, gibt wieder Elfmeter. Ja, aber direkt jetzt trotzdem das Tor. Oh, warum geht der rein, Mann? Nice, Alter. Mein Spieler haut meinen eigenen Spieler um. Ey. FC Dre Dream. Drogba. Sieht cool aus, das Team. Boah, der war grün getroffen. Schade. Oh, Kane, ey, der trifft kein Scheunentor, Mann. So, jetzt aber Aguero ist stark. Na, Aguero, sehr gut. Der nächste Treffer. Aguero mit dem Hattrick. Und damit ist der Rage Quit da. Jetzt brauchen wir noch einen Sieg. Einen einzigen Sieg noch. Komm. So, was wir jetzt auch mal machen. Also mit Kane, das wird mir zu bunt. Wir nehmen Richarlison. Den müssen wir jetzt umformen auf MS. Ja, also Kane, kompletter Flop, muss ich wirklich sagen. Jetzt in den ganzen Partien. Gut, ich habe ihn auch immer früh ausgewechselt. Was seine Statistik. 9 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen. Das ist halt wirklich richtig schlecht. Zum Vergleich, Aguero, der bei mir häufig auf dem Flügel gespielt hat. Ja, gut, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall deutlich häufiger getroffen jetzt. So, Richarlison kommt rein. Das ist natürlich chemietechnisch jetzt nicht optimal. Ja, aber gut, das ist dann so. Also mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Haben wir noch einen Everton-Spieler? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Sinnvolles dabei ist. Ja, doch, André Gomez. Komm, dann packen wir André Gomez rein. Und dann sollte das auch passen. Nee, es passt nicht. Aber mit Fernandinho. Komm, dann tun wir Fernandinho rein, auch wenn ich ihn jetzt nicht so nice finde. Aber dann haben wir das hier wenigstens chemietechnisch irgendwie vernünftig gelöst. So, der hat den grünen Link zu beiden da vorne. Dann machen wir es so. Und ja, gehen in die nächste Partie. Ja, wobei, da müssen wir Alaba auch noch rausnehmen. Dann müssen wir wohl oder übel Alaba auch noch rausnehmen. Der kommt so auch nicht auf Full Cam. Nehmen wir Upamecano rein. Zack. So. Und jetzt haben wir das. Ja, wobei, wenn wir das schon so machen, dann lass uns auch mit Cristiano Ronaldo anfangen. Dann machen wir das so. Nehmen wir Gnabry raus. Der ist eh nicht auf Full Cam. Genauso. Ja, doch, Mbabu war schon auf Full Cam. Aber dafür kommt dann Cuadrado rein.
Und ja, dann haben wir da noch einen außergewöhnlichen Spieler mit drin. Und mit dem Team starten wir jetzt rein. Also vielleicht haben wir Glück. Ja, das ist jetzt nicht so krass stark. Wobei, ist schon sehr stark. Das Team ist schon sehr stark. Aber die Karten sind jetzt nicht high-level. Also normaler Neymar, Ben Yedda, der 90er. Aber gut, das sind natürlich trotzdem sehr starke Karten. Aguero. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Sorry, Charlison. Oh. Ach, ärgerlich, ey. Komm jetzt aber, Richarlison, sehr gut. Ey, was, das kein... Oh, Mann, Alter. Puh. Ey, ja, muss ich natürlich alles nach vorne werfen. Ja, ich weiß, warum der schischt, Alter. So, vielleicht schaffen wir es ja jetzt gegen dieses Team, aber das sieht sehr stark aus. Alter, Pelé, Matuidi. Fuff, fuff. Ey, was macht mein Keeper da, Alter? Ich glaub das nicht, dass der drin ist. Ey. Unnötiges Spiel. So, nächster Versuch und das ist mein Gegner, Thierry Henry, Sancho, Mondi in der Innenverteidigung. Interessant. Aguero, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, oh, Mann, was... Ey, einfach komplett falschen Spieler an. Jetzt aber Richarlison, Ausgleich. Richarlison, ah, stark, stark. Nein. Nein, Mann! Fuck, Alter! Boah, das ist so bitter, Mann. In der letzten Minute. Boah, das Spiel habe ich mir echt selber zuzuschreiben. So dumme Fehler, ey, Mann. Komm, jetzt noch einmal eine kontrollierte Leistung, eine konzentrierte Leistung gegen den Gegner hier. Und dann holen wir uns das Ding. Boah, nein! Oh, der geht noch in die Latte. Ja, Ausgleich Aguero. Sehr gut. Ah, schade, schade. Oh, was? Freaking hell. Oh Mann. Ja. Also ich glaube, das ist zu spät jetzt. Oh, komm, geht hier noch mal was. Komm. Nein, Goretzka, Mann. Ey, das gibt's nicht! Komm. Zwei Spiele in Folge, so unglücklich in der 90. So unglückliche Aktion. Einmal kassiere ich, einmal geht meiner nicht rein zum Sieg. Boah.
Boah, war das stark. De Bruyne. Sehr gut. Komm. Ah, Mann! Ey, warum quittet der Mann? Das wäre einer, den ich jetzt easy gepackt hätte, Mann. Unnötig. Das ist halt das Problem mit diesen Objectives, dass du dort auch noch die Tore mit angeschnittenem Schuss machen musst. Das ist echt nicht leicht. Richarlison, Alter. Hey, Mann, Alter! So, nach der Pause haben wir wieder eine Studio-Veränderung. Also ich glaube, das ist ein Thema, das wird sich hier noch ein bisschen fortziehen, aber ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, wie ich das hier mit den Lichtern mache. Ich habe jetzt hier dieses Licht, was hier war, was hier drauf lag, das ist jetzt hier hinter mir, so, das ist hier. Und das, was hier war, weil das ein bisschen größer ist, das ist jetzt hier oben und das beleuchtet jetzt quasi das hier, damit das nicht ganz so dunkel ist. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wo wir rauskommen am Ende, aber das ist jetzt das aktuelle Setup. Ja, weiter geht's. Wir brauchen noch einen Sieg, Mann. Das gibt's doch nicht. Wie lange wir hier an diesem einen Sieg hängen. Unfassbar. Auf geht's. Und das ist der Gegner, den wir schlagen müssen. Frentistas. Mit was ist das? Vardy und Henderson im Sturm. Na gut. Ah, sieht schlagbar aus. Oh, da kommt an, ey. Komm, Richarlison, angeschnitten, Alter. Schöner Ball. Richarlison, Alter, was? Ja, kein Abseits, alles klar. Ja, komm, Alter. So, nächster Anlauf. Boah, das Team sieht aber auch stark aus. Ey, wie unglücklich kommt der denn zu dem? Nicht mal der geht rein. Und schöne Flanke, Richarlison. Ja, ich habe R1 gedrückt, ich weiß, ich habe es zählt. Aber Tor. Dann hält er auch. Aguero, Mann. Ronaldo. Oh, der geht auch daneben. Ich glaube, den nächsten Sieg und seine FIFA 20. Ja, gegen den haben wir doch schon mal gespielt. No way. Gegen den haben wir safe vorhin schon mal gespielt. Aguero, ja. Angeschnitten drin. Meine Güte. Und Aguero, sehr gut, stark gespielt jetzt. Komm, Fernandinho, sehr gut. Und da ist er, der Rage Quit. So, und es ist unglaublich, wir haben ihn abgeschlossen. Timo Werner, die 95er-Karte, nach dem gefühlt 10. Anlauf fürs letzte Spiel. Da ist er, Timo Werner. Von Chelsea, das heißt, wir haben einen weiteren Premier League-Stürmer im Verein. Die Karte, wie gesagt, sieht sehr nice aus, hat sogar 4 Sterne Skills, was die normale Karte ja nicht hat. Das heißt, hat da ein Upgrade bekommen, Pace einfach Maximum. Dann Dribbling, gut. Ja, Balance kann man ein bisschen was machen, aber der Rest, ja, es ist ein Traum. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr kranke Karte. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal. Vielen Dank für 4000 Abonnenten.
echt mega fett. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Sheesh.